Hallo neue Helden, hallo neuer Held. Herzlich willkommen hier im Die neuen Helden Adventskalender. Heute mit einem so sympathischen Kollegen, darf ich schon fast sagen, den ich hier im Podcast mitgebracht habe. Liebe neue Helden, ich stand mit ihm gemeinsam auf der Bühne. Wir haben die Bühne gerockt und dabei gemeinsam erlebt, dass das Herz bei uns beiden für was ganz Ähnliches schlägt, nämlich Unternehmertum und Menschen, die so richtig viel auf dem Kasten haben, zum Unternehmer zu machen. Bei mir ist Sven Schöpker heute. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast in deinem wirklich vollen Terminkalender. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, und Sven Schöpker hat eine geniale Mission. Das kann man gar nicht anders sagen. Mission, geiles Handwerk. Erzähl uns doch mal, Sven, was du da machst. Ja, in der Mission Geiles Handwerk begleite ich heute Handwerksunternehmer, wie sie ja mehr Selbstbewusstsein fürs Unternehmertum entwickeln, wie sie aber auch mehr Erfolg mit Achtung, weniger Zeiteinsatz erreichen. Und ich mache das deswegen, weil mir einfach dieses Unternehmertum im Handwerk so unglaublich viel Freude bereitet. Ja, deswegen habe ich dort meine Leidenschaft neu entdeckt. Im Handwerk bin ich ja seit eh und je tätig. Das heißt, neben dem, was ich im Coaching mache, habe ich ja selbst noch zwei Handwerksunternehmen, kommen auch aus dem Handwerksbetrieb. Und deswegen ist diese Branche mit all ihren Besonderheiten, ist mir eine Herzensangelegenheit. Und deswegen fühle ich mich dort auch so wohl. Heißt, du verstehst auch eine ganze Menge von Handwerk wahrscheinlich, wenn du mit Unternehmern sprichst? Ich habe es zumindest in die Wiege gelegt bekommen. Also ich komme ja aus einem Tischlereibetrieb und damals, das weiß ich noch genau, als ich ein kleiner Junge war, durfte ich nie bei uns in die Schreinerei. Also mein Vater, der war sehr streng, der wollte das nie, weil er sagte, es ist zu laut, zu gefährlich, die ganzen großen Sägen, die Maschinen. Und das erste Mal, dass ich bei uns in die Schreinerei durfte, das war an meinem ersten Schultag. Also ich kam nach Haus, hatte die Schultüte in der Hand und mein Vater stand in der Tür und sagte, hey Sven, heute beginnt der Ernst des Lebens, heute ist dein erster Schultag, heute zeige ich dir unsere Schreinerei. Das war mein erster Tag in der Schreinerei und mich hat das natürlich dann gepackt, weil es war, kannst du dir vorstellen, als Kind alles noch viel größer und viel lauter und viel aufregender, als man so denkt. Ja, und diese Leidenschaft hat mich eigentlich nie verloren, bin dem Handwerk treu geblieben, habe den Beruf natürlich von der Pike auf gelernt, habe dann aber mich entschieden, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, aber auch da als dualer Studiengang in einem handwerksnahen Industrieunternehmen. Also immer noch hands-on bleiben, so ein Stück, ja. Genau, also komplettes Uni-Studium, das war so gar nicht mein Ding. Und habe dann nach dem Studium, bevor ich ins elterliche Unternehmen zurückgegangen bin, mein eigenes Unternehmen im Handwerk aufgebaut. Und mit diesem Unternehmen helfen wir Menschen, stressfrei und sorgenfrei Häuser umzubauen im Premium-Privatkundensegment. Sind mehrfach für dieses Unternehmen ausgezeichnet worden, haben mittlerweile drei Standorte, also nicht nur in Münster, meiner Heimatregion, sondern auch in Düsseldorf und auf der wunderbaren Nordseeinsel Norderney. Das wächst sehr stark, unsere Tischlerei wächst parallel sehr stark und das macht mir unglaublich viel Freude. Und weil so viele Unternehmer das natürlich im Handwerk sehen, was wir so machen, dass wir eine besondere Form der Kundenansprache wählen, dass wir Handwerk eben einfach mal anders nach außen vor allen Dingen darstellen, mit einem ganz anderen Marketingkonzept, mit einer ganz anderen Kundenansprache, wurde ich in der Vergangenheit so oft angesprochen von Unternehmern, die gesagt haben, hey Sven, wie machst du das? Was ist die Idee? Was sind die Strukturen, die Konzepte dahinter? Wie machst du das überhaupt, so ein Unternehmen zu führen? Du alleine als Geschäftsführer, als Unternehmer für all diese Bereiche, welche Prozesse, welche Strukturen hast du? Und daraus ist jetzt eben dieses Coaching-Business unter der Mission Geiles Handwerk entstanden. Was erlebst denn du bei, ich sag mal, Kunden oder auch potenziellen Kunden? Was ist so klassisch für so einen Handwerksbetrieb, wo du denkst, ja, da stehen sie sich selbst im Weg? Ja, das Image des Handwerks ist ja, um damit anzufangen, in Deutschland zumindest nicht allzu gut. Also wir haben ja eher ein schlechtes Image. Da muss man natürlich die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Woran liegt das, dass das Handwerk im Allgemeinen nicht ganz hoch angesehen ist? Es bessert sich zwar jetzt so allmählich, aber im Allgemeinen ist das Handwerk, glaube ich, nicht ganz so hoch angesehen, wie wir uns das gerne immer wünschen. Zumindest haben wir ja auch große Probleme, Nachwuchskräfte fürs Handwerk zu gewinnen. Und das hat verschiedene Gründe, meiner Meinung nach. Das erste ist sicherlich ein gesellschaftliches Thema, dass das Handwerk über viele Jahre so ein bisschen belächelt wurde als Wirtschaftszweig, weil es sich eben aus vielen kleinen Betrieben zusammensetzt und wir auch nicht eine sonderbar große Lobby haben. Das zweite Thema ist, dass
häufig, glaube ich, Fehler gemacht worden sind in den Berufsberatungen. Das heißt, ich habe ganz oft gehört den Spruch von Lehrern, von Berufsberatern, mach doch erstmal das und das. Und wenn das nicht klappt, Handwerker werden kannst du ja immer noch. Das macht mich natürlich wahnsinnig, weil das ist einfach der komplett falsche Ansatz. Es ist ein wunderbarer Beruf. Es ist ein Beruf, der Zukunft hat, weil das, was wir machen, lässt sich auch nicht so leicht durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung, auch wenn die uns im Handwerk heute hilft, aber es lässt sich nicht so leicht eliminieren. Und deswegen muss da ein Umdenken stattfinden, weil das Handwerk ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und das Handwerk ist ein ganz, ganz toller Beruf. Und der dritte Punkt, das mögen viele Unternehmer zwar nicht gerne hören im Handwerk, aber auch wir im Handwerk haben natürlich nicht alles richtig gemacht. Das heißt, und das Zurückkommen auf deine Frage, wir haben uns oft auch relativ schlecht verkauft, haben uns selbst nicht in das Licht gerückt, in dem wir so gerne stehen würden. Und von daher muss auch das Handwerk umdenken. Und da merke ich, findet im Moment ein sehr, sehr großes Umdenken statt. Das heißt, die Unternehmer treten selbstbewusster auf, die Unternehmer investieren in Marketing, in Kundenansprache, tut dem Handwerk sehr gut und wir werden im Moment deutlich besser wahrgenommen als noch vor einigen Jahren. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe auch den Eindruck, das ist wirklich im Wandel, dieses Bild aufs Handwerk. Also mir selbst geht es so, ich habe enorme Wertschätzung für das Handwerk. Ich kenne auch viele, die eine enorme Wertschätzung haben. Und ich glaube, es ist dann sehr differenziert zu betrachten. Also es gibt Handwerker, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich auch das Gefühl habe, mit denen mag ich mich austauschen. Wenn wir über Angebote sprechen, über das, was zu tun ist, der hat auch Lust, sich mit mir als Hausbesitzer auseinanderzusetzen und mit mir zu denken und auch bei Fragen zur Verfügung zu stehen, also vom Unternehmer zum Unternehmer auch zu sprechen. Und es gibt, glaube ich, noch welche, die haben dieses Selbstverständnis einfach noch nicht, sondern sagen, ich bin jetzt hier und lege diese 5 Quadratmeter Fliesen und dann lass mich mit dem anderen Kram in Ruhe. Und ich glaube, da wird es für mich auch schwierig, als Hausbesitzer, als Auftraggeber mit so jemandem ins Gespräch zu kommen. Und da habe ich auch nicht diesen Eindruck der Professionalität. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile in der Gesellschaft mehr Wertschätzung für Handwerker, weil wir merken, wie rar sie geworden sind. Und ich weiß nicht, ob euch das in die Hände spielt als Branche, aber wenn man so bestimmte Webseiten, wo man sich Handwerker dann per Klick irgendwie zusammensucht, also wer macht es denn am billigsten? Ich glaube, diese Webseiten haben dafür gesorgt, dass die viel Wertschätzung erhalten, die es können. So, dass man plötzlich unterscheidet, was ist dann ein Profi und was ist jemand, der es einfach nur anbietet. Also wie erlebst du diesen Markt da gerade, würde mich interessieren. Also der Markt ist natürlich absolut im Umbruch. Die Kundenansprache wird deutlich digitaler. Das merke ich eben über alle Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist auch immer wieder das Feedback, was ich von den Handwerksunternehmern bekomme. Lass es mich mal so formulieren. Du hast es eben gesagt, der Handwerksunternehmer unterscheidet sich, ich sage mal, in zweierlei Hinsicht, beziehungsweise man muss differenzieren. Der erste Punkt ist, du hast natürlich Unternehmer im Handwerk, die sehen sich klassisch noch als Handwerker. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm, weil das ist ja das, was sie auch ursprünglich gelernt haben, was sie machen wollten. Jemand, der Handwerker geworden ist, will ja mit seinen Händen arbeiten, der will ja produktiv was tun und was arbeiten. Dann ist er so gut, macht eine Meisterausbildung und sagt dann, hey, wenn ich das so gut kann und immer so gutes Feedback bekomme, dann mache ich mich doch selbstständig, werde Unternehmer. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ja, ich muss jetzt ein Stück weit von dem Handwerk loslassen und muss mich in Richtung Unternehmer orientieren, muss auch die unternehmerischen Skills beherrschen. Ich bilde mich dort weiter, ich besuche Coachings, ich beschäftige mich mit Themen wie Vertrieb, mit Controlling, mit Prozessoptimierung, also mit so klassischen Unternehmerthemen. Und die entwickeln sich dann sehr, sehr positiv. Und es gibt aber auch Handwerksunternehmer, die, ohne dass ich das jetzt böse meine, auf dieser Handwerksebene ein Stück weit stehen bleiben, dieses unternehmerische Rüstzeug nicht erlernen. Die tun sich heute schwer damit, wirklich dann auch als Unternehmen am Markt sich zu etablieren, zu wachsen, weil denen diese unternehmerischen Skills, die Werkzeuge fehlen. Würdest du dann empfehlen zum Beispiel, dass die sich einen Geschäftsführer einstellen? Also jemand, der das für sie übernimmt, damit sie weiter als Handwerker in ihrem Handwerk Großartiges leisten können? Oder was empfiehlst du denen? Das würde ich nicht sagen. Also Fremdgeschäftsführer im Handwerk, das sehe ich erst bei Betrieben, die wirklich richtig, richtig groß sind. Und da muss man schon manchmal die Frage stellen von den Strukturen, Prozessen. Sind das noch Handwerksunternehmen oder sind es kleine Industrieunternehmen? Also auch von den Strukturen, von den Prozessen, von den Produkten, die sie herstellen. Also ein klassischer Handwerksbetrieb bis 50 Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, bei kleineren sowieso nicht.
Nein, da würde ich nicht einen Fremdgeschäftsführer für solche Dinge anstellen, weil die Kunden das einfach nicht möchten. Die Kunden wollen im Handwerk den Unternehmer, den Handwerker da haben. Aber die wollen eben nicht nur den haben, der das Fachliche beherrscht, sondern die wollen eben auch den haben, der die unternehmerischen Dinge beherrscht und der gut ist in der Kundenansprache, gut ist im Vertrieb ist, professionell dort arbeitet, professionelle Strukturen hat, professionell sein Personal führt. Das ist einfach heute die Kundenerwartung. Und ich merke das sehr häufig in meinen Trainings, insbesondere wenn ich zum Thema Verkauf, Vertrieb trainiere, dann ja, stelle ich immer fest, die Handwerksbetriebe, die kennen alle Werkzeuge und alle Strukturen und Prozesse, um ein neues Dach zu decken, um einen Tisch zu bauen, um eine neue Heizungsanlage zu installieren. Da sind die richtig, richtig fit. Da kennen die sich zu 100% aus. Aber zum Beispiel die Werkzeuge und Prozesse im Verkauf, und die gibt es ja, es gibt ja einen Verkaufsprozess mit einzelnen Schritten. Es gibt auch Werkzeuge im Verkauf, rhetorische Werkzeuge. Es gibt Instrumente bei der Einwandbehandlung, das wirst du alles als Unternehmerin kennen. Ja, und viele Handwerksbetriebe haben diese Werkzeuge eben einfach nicht. Und wenn man es dann vergleicht, so starte ich dann immer in dieses dreitägige Vertriebstraining, dann sage ich denen immer, Mensch, warum ist denn euer Ergebnis, euer Arbeitsergebnis als Handwerker besser als bei einem Heimwerker? Der Heimwerker geht am Wochenende samstags in den Baumarkt, holt sich ein bisschen Material und fängt einfach an. Und er braucht länger und das Ergebnis ist qualitativ schlechter als bei einem Profi, also bei euch. Weil ihr kennt die Prozesse, ihr wisst genau, wie es funktioniert, ihr habt die Werkzeuge. Und genau so müsst ihr das euch vorstellen, ist es auch im Verkauf, im Vertrieb. Viele Handwerksunternehmer sind in dem Bereich Heimwerker, weil sie eben die Prozesse nicht kennen, die Werkzeuge nicht haben. Und damit ist das Ergebnis schlechter. Das heißt, die Kundenansprache ist nicht so, wie sie sein könnte. Der Vertriebserfolg ist nicht so, wie er sein könnte. Er dauert zu lange und es ist eben ein anderes Ergebnis, als wenn ich da als Profi bin. Also du sprichst ja tatsächlich jetzt ganz viel über Werkzeuge, ne? Die Werkzeuge eines Unternehmers, das finde ich ganz spannend. Und ich finde, dieser Podcast, der hat ja auch sehr viele Werkzeuge auf der einen Seite hier im Kasten und gleichzeitig haben wir ja oft das Thema so Mindset, Haltung, Einstellung, Perspektive, ne? Also ich frage mich bei vielen potenziellen Unternehmen, die sich vielleicht aber momentan noch gerade so als Handwerker sehen, aber auch genauso bei Angestellten, also bei dem ja vielleicht ausgelernten Fliesenleger, bei dem ausgelernten Maler oder bei der Stuckateurin, also das sind ja sowohl Frauen als auch Männer. Ich glaube, die allermeisten sehen sich gar nicht als Verkäufer, haben da vielleicht auch ein schlechtes Bild von, sondern wollen ganz gerne einfach ihre Aufgabe zufriedenstellend erledigen, haben da Spaß an so einem Erfolgserlebnis, sehen ja am Abend, was sie getan haben. Und denen fehlt überhaupt, glaube ich, der Blick. Das ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Das ist wie wenn ich beim Fußball zuschaue. Ja? Mhm. Ich habe wenig Ahnung vom Fußball und ich weiß, wie viele Menschen auf dem Platz sind und die Regeln kann ich mir auch noch vorstellen. Aber wenn einer was von der Sechserkette erzählt, ich sehe die nicht. Und man muss mir das, glaube ich, auch erstmal beibringen, so strategisch auf so ein Spiel zu gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Handwerker auch darum geht, erstmal bestimmte Dinge sehen und schätzen zu lernen, bevor die Tools lernen. Ich meine, wie geht's dir? Ich meine, du machst so viele Trainings mit Handwerkern. Wie geht's dir mit dem Thema Mindset bei denen? Also tatsächlich, das Mindset vieler ist ja, ich bin Handwerker. Unternehmertum habe ich mich relativ wenig mit beschäftigt. Und da ist es richtig, das passende Mindset hilft natürlich unglaublich, den Unternehmer zu motivieren. Und da gibt es so ein paar Mindset-Themen, über die ich mit den Handwerkern spreche. Das erste ist tatsächlich auch wieder ein vertriebliches. Viele Unternehmer, und ich glaube, das lässt sich auf ganz andere Branchen auch übertragen, glauben ja zum Beispiel, dass Verkaufen irgendwas Schlechtes ist. Also wenn ich auf Partys bin und habe mal Lust, so ein bisschen, ich sage mal, zu spielen und man fragt mich, Mensch, was machst denn du beruflich? Dann sage ich, ich bin Verkäufer. Weißt du, dann redet ja keiner mehr mit dir, alle gehen weg, keiner will was mit dir zu tun haben, sondern nach dem Motto, hey, der dreht mir gleich was an. Also ich weiß nicht, woran das liegt, das ist ja auch nur in Deutschland so, dass der Verkäufer irgendwie so ein schlechtes Bild einfach hat. Wie Manager auch oft, ne? Ja, Manager, genau. Bist du auch in so eine Finanzinvestor oder bist du noch in eine andere Schublade gesteckt? Und Verkäufer gehört eben auch mit dazu. Und das Interessante ist nur, wenn wir uns in die Kundenperspektive versetzen, also wenn wir selbst Kunde sind, lieben wir es doch, wenn wir auf einen guten Verkäufer treffen, der die richtigen Fragen stellt, der viel zuhört, anstatt selber viel zu reden,
der uns eine passende Lösung ausarbeitet, die dann auch wirklich treffsicher zu uns passt. Und dann sind wir doch auch bereit, auch einen Euro mehr auszugeben. Und das ist so das Erste, was ich denen beibringe, zu sagen, hey, Verkauf ist nichts Schlechtes, nicht Unanständiges, sondern es ist was Wunderbares, weil du hilfst ja im Grunde genommen dem Kunden, ein spezifisches Problem zu lösen auf der einen Seite, oder du machst dem Kunden eine Freude mit dem, was du ihm jetzt verkauft hast. Also es ist was Positives. Absolut. Also ich erinnere mich, als wir vor ein paar Jahren einen Gartenbauer da hatten, wie sehr wir uns gewünscht haben, und irgendwann hatten wir jetzt den Gartenbauer da, der mal mit uns durch die Anlage gegangen ist und mal drüber gesprochen hat, was denn so sein könnte, ja? Und uns dazu ein Angebot gemacht hat. Vorher haben sich viele sowas zusammengebrummelt und da machen wir jetzt mal und da wäre bestimmt auch was entstanden. Aber wir wollten mit jemandem gerne planen und in Möglichkeiten denken. Und natürlich wollten wir auch Preise dahinter haben. Aber ich weiß noch, dass wir nachher ganz stolz waren, zu sagen, guck mal, das kann hier entstehen. Und dafür haben wir uns entschieden. Für mich ist es schöner als Schuhe kaufen. Da mag es andere Frauen geben, aber ich mag gerne mit Handwerkern, ja, mit Unternehmern was gestalten, was auch richtig groß und schön werden kann. Und das zweite große Mindset ist natürlich, gilt dem Unternehmertum schlechthin, ne? Also ich finde einfach, Unternehmer in einem kleinen Betrieb zu sein, das muss ja gar nicht ein Handwerksbetrieb sein, ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, weil es so facettenreich ist und so vielfältig ist. Nehmen wir jetzt mal zum Vergleich ein Unternehmen, was deutlich größer ist, 200-300 Mitarbeiter. Wenn du dort Unternehmer oder Geschäftsführer bist, du hast ja für jeden Bereich deine Leute. Du hast einen Vertriebsleiter, du hast einen Einkaufsleiter, du hast einen Logistikchef, du hast jemanden, der leitet dein Personal etc. pp. Alles gut, aber das Besondere in kleinen Unternehmen, und dazu gehören ja nun mal 90% aller Handwerksbetriebe, ist doch, dass all diese Themen beim Unternehmer liegen. Und wenn man richtige Werkzeuge hat, die Systematik versteht, auch delegieren kann, auch abgeben kann, auch das geht ja in einem kleinen Betrieb, dann ist einfach Unternehmertum in einem kleinen Betrieb etwas so Wundervolles, weil du kannst dich mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigen. Ich halte das für ein Privileg. Es verdient auch allerhöchste Anerkennung und Wertschätzung, weil es ist auch nicht ganz einfach, immer alle diese Themen parallel bedienen zu können. Und damit ist Unternehmertum in einem kleinen Betrieb etwas ganz, ganz Großartiges, zumindest empfinde ich das so. Das ist ja auch nicht nur im Handwerk so, das gilt ja für jeden kleinen Unternehmer, sagen wir, für jedes kleine Unternehmen, sage ich mal, bis zu 50 Mann ungefähr oder manchmal sogar noch ein bisschen größer. Und die Spielwiese des möglicherweise Geschäftsführers oder Alleinunternehmers sehr groß ist. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn einer sagt, das kann ich nicht. Weil manches ist einem wirklich nicht in die Wiege gelegt, so einiges ist auch überhaupt nicht in der Ausbildung. Es ist nur wichtig, dass man dann versteht, man darf sagen, das kann ich noch nicht, weil es gibt da draußen viele Angebote, sei es Seminare, Coachings, es gibt einfach bestimmte Anbieter, bestimmte Themen übernimmt möglicherweise auch der Steuerberater oder andere Institutionen. Wenn du dir als Unternehmer klar bist, ich brauche da jemanden, hol dir Hilfe. Und einiges kannst du dir mit Sicherheit in kurzer Zeit drauf schaffen, sodass du sagen kannst, ja, jetzt kann ich das. Also sowohl Marketing als auch Controlling, Angebote schreiben, Verkaufsgespräche führen, da kannst du dich aufschlauen. Und zwar relativ einfach, wenn du einfach dir eingestehst, ich brauche da noch was, dann würde ich jedem empfehlen, als Kleinunternehmer, geh diesen Weg und schaff dir das drauf, weil das ist zehnmal besser als zu sagen, ich bleibe so klein und ich bleibe unter meinen Möglichkeiten, das ist so schade. Und Sven, wie du sagst, also das ist, finde ich, nicht nur eine bereichernde Aufgabe. Ich finde auch für die Gesellschaft ist das bei uns so wichtig, dass diejenigen Unternehmer sich auch als Unternehmer verstehen, weil ihr schafft Arbeitsplätze da draußen. Das ist großartig. Ja? Ihr schafft es Zukunft für Auszubildende. Ihr schafft es, Häuser oder andere Gewerke entstehen zu lassen, die es ohne euch nicht gäbe. Ja, und da brauche ich von dir, lieber Handwerker, mehr als nur dein handwerkliches Geschick. Da brauche ich dich als Gesamtunternehmer, der das mit im Blick hat, weil dann macht ihr neue Helden echt einen ganz, ganz tollen Job für unsere Gesellschaft. Ich sehe es, wenn du lächelst. Ja, ich muss gerade so schmunzeln, weil du hast eben gesagt, es gibt ja so viel Input auch von außen. Es gibt viele Coaching-Programme etc. Und ich halte das immer persönlich für sehr wertvoll, von außen den Blick zu bekommen. Und genauso hast du mir ja gerade von außen auch nochmal den Blick geöffnet. Weil die Dinge, die du angesprochen hast, die sind für mich so selbstverständlich. Und das war gerade ein schönes Beispiel, wie toll das eigentlich ist, auch ein Handwerksunternehmen zu haben, was wir leisten, was wir auch für die Gesellschaft leisten. Das ist einem ja selbst immer gar nicht so bewusst. Und von daher ist ein Blick von außen immer gut,
Und deswegen kann ich auch deine Ansicht nur zu 100% teilen. Auch ich mache das. Ich gehe selber auch viel auf Trainings. Ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Unternehmen auch eine Personalentwicklung mit externer Begleitung gemacht, weil mir dieser externe Blick auch wichtig war. Denn es ist tatsächlich so, es gibt Dinge, natürlich auch in meinem Unternehmen, die ich auch aus der inneren Sicht des Unternehmens nicht mehr erkenne. Da ist ein Blick von außen immer gut und immer auch anzuraten. Lieber Svenja, du bist ja in diesem Adventskalender auch einer meiner sehr geschätzten Interviewpartner und dementsprechend Türsteher eines Adventskalender-Türchens. Welche Schokolade hast du denn für neue Helden da draußen, die sich vielleicht mehr als Unternehmer verstehen wollen in Zukunft? Welche Schokolade hast du denn mitgebracht? Ich habe eine wunderbar schmeckende Motivationsschokolade mitgebracht. Gebt Gas da draußen, seid stolz auf das, was ihr macht. Möge euer Unternehmen auch noch so klein sein. Es kann ein Startup sein mit 2 Mitarbeitern. Es kann ein kleines Unternehmen sein mit weniger als 5 Mitarbeitern. Es ist vollkommen egal. Das, was ihr macht, ist großartig. Und deswegen gebt weiter Gas. Glaubt an euch als Unternehmer. Geht mit Selbstbewusstsein auf eure Kunden zu. In dem Sinne, wenn man das so sagen darf in diesem Adventskläppchen, schöne Weihnachten, eine schöne Adventszeit noch und alles Gute und viel Erfolg für 2021 und darüber hinaus. Wow, vielen Dank, dass du da warst, Sven, in diesem Podcast und den so bereichert hast. Und ja, liebe Unternehmer oder alle, die dies jetzt spätestens werden wollen, zumindest im Herzen, wir brauchen euch. Also es sollten nicht nur Sven und ich sein, wir brauchen viele, viele Unternehmer in unserer Gesellschaft, die uns voranbringen. Ihr schafft Arbeitsplätze, ihr schafft coole Produkte, ihr schafft Momente mit Kunden, das ist so wertvoll. Daher gebt Gas, das kann ich nur unterstreichen. Ja, auch morgen ist wieder ein Adventskalender-Türchen für euch da. Von daher wünschen wir euch erstmal einen schönen Abend. Gemeinsam gestalten wir die Welt.